Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Levitated, somit mit den lieben Slurns und den lieben Marek. Ja, moin. Ja, heute ist die erste Aufnahme, nachdem bei euch die ersten Folgen kamen. Also, wir haben jetzt Sonntag, nachdem die ersten Folgen kamen. Und das Projekt scheint ja, ich sag mal, relativ gut bei euch anzukommen. Und haben auch keine andere Wahl hier. Ja, ganz genau. Nee. ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, Marek ist noch ein bisschen zu laut, aber das kann ich im Nachhinein noch ändern. Immer noch zu laut. Ja, nee. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, kurz vorneweg Disclaimer, meine Soundeinstellungen sind immer noch ständig so kaputt. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Wahrscheinlich bin ich einfach der Fehler. Dementsprechend, wenn so ein bisschen doof abgemischt ist oder ähnliches, dann kann ich nicht viel dran ändern, weil Marek ist halt eine eigene Tonspur bei mir plus halt Ingame-Sound und ja. Man könnte höchstens mal ausprobieren, vielleicht, dass du selber deinen Ton aufnimmst. Mit Outer City einfach. Mir dann schickst sozusagen. Mhm. Und wir dann irgendwie über Discord reden oder sowas und ich dann im Handy dich höre oder ähnliches. Muss man mal gucken. Vielleicht machen wir da noch irgendwas, keine Ahnung, wenn das so weitergeht. Irgendwas muss ich mir überlegen. Ja, dann die andere Sache. Wir bleiben erstmal bei 3 Folgen die Woche. Planmäßig dienstags, donnerstags und samstags. Es kann mal sein, dass ein Tag hin und her gerutscht wird, so wie diese Woche, wenn ich zu blöd bin, vernünftig das alles fertig zu machen. Aber passiert halt einfach, wenn man den ganzen Tag Uni hat, von morgens bis teilweise in die Nacht. Da geht sowas teilweise ein bisschen unter. Dementsprechend schon mal sorry dafür, aber wir bleiben erstmal bei 3-mal, dass wir vernünftig auch vorbereiten können. So, ich glaube, das war jetzt genug Orga. 2 Minuten Folge rum. Cool, brauchen wir noch 8 Minuten, dann kann ich Werbung schalten. Nein. Moin. Kann ich leider immer noch nicht. Wir haben ein bisschen uns mal informiert und überlegt, wo wir jetzt weitermachen und haben verschiedene Sachen. Unter anderem wollen wir heute mal das Problem mit den Strings angehen, denn das kriegt man über Industrial Hemp. Und Industrial Hemp Fiber oder Industrial Hemp kriegen wir, indem wir irgendwas in den Mana Pool reinschmeißen. Genau, nee. Gras. Nee, Gras kaputt schlagen. Nee. Indem wir Gras kaputt schlagen. Und Gras genau. Kriegen wir, indem wir tote Bäume reinschmeißen. Und die kriegen wir eigentlich über Drying Rigs. Haben aber gerade gesehen, das funktioniert so nicht. Deshalb. Warum nicht? Weil man die nur mit Oakwood machen kann. Deshalb würde ich es mal versuchen. Doch, ich kann keine Slabs erstellen. Kannst du Slabs machen? Okay. Deshalb würde ich es mit einem Drying Basin versuchen, das würde auch gehen, aber da wir kein Lock mehr haben, oder ich zumindest. Ah, doch, haben wir ja, Lock? Ich wollte gerade sagen, das ist noch ein bisschen was. Okay, so funktioniert das auf jeden Fall. Ich brauche schwarze Farbe. Ja, auf jeden Fall, ich mache ein bisschen weiter und wir haben uns auch vorgenommen, dass wir wieder ein bisschen mehr erklären, da ich gemerkt habe, dass in den letzten Folgen das Erklären doch ein bisschen untergegangen ist, um es mal so neutral zu nennen. Crying like okay. A boss, weiß Bescheid. Ja. Und irgendwas mit Squeezing. Haben wir noch Living Stone? Ja. Dann kann ich dir tatsächlich sogar den Alchemical Catalyst fertig machen. Goal reached. Ja, das war ein Achievement. Ach, wir konnten den doch schon machen. Okay, dann habe ich das falsch gelesen. Weil das ist irgendwie komisch. Manche Sachen können wir halt schon machen, andere noch nicht und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Most Fall. Most likely das, was als. Okay, der Drying Rack funktioniert einfach so über Zeit. Das heißt, ich habe jetzt einen Dead Bush. Okay, ja, ich muss hier nochmal. Oh, du hast ganz schön viel Kohle gefarmt. Wir müssen jetzt nämlich hier. Ja, wobei, wir können das eigentlich auch. Okay. Ein bisschen schnell ist das Ganze. So, jetzt kannst du nämlich machen. Das Problem ist nur, wir müssen den Catalyst ab und zu wieder wegreißen. Deswegen war ich gerade am Überlegen, das anders zu machen, aber ist okay. Ja, wir waren ich auch. Hab das erste Gras. Ach, hast du schon das erste? Mhm. Ja, es dauert zwar immer kurz, aber. Ja, gut, das schaffst du schon. Auf jeden Fall, wir waren zwischendurch sowohl Farm, wie man hier sieht, als auch erkunden. Wir haben recht viel nebenbei erkundet. Was hast du getan?
Ich hatte ein Seed. Ich hab gedacht, das ist so ein Boreal Seed. Warte, das kann sein. Nee, auf Potshole wächst es tatsächlich nicht. Ja, dann musst du einmal abreißen. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob das einen Baum hier gibt. Lass uns mal das vernünftig hinstellen jetzt. Wir können hier ja ein bisschen tiefer gehen und dann jetzt mal hier ein bisschen vernünftig hinstellen. Wir haben ja recht viel Dirt bekommen, genau. Ja. Da hast du noch mehr Kohle. Dann mach du das mal eben, weil dann mach ich währenddessen die roten Büsche weiter. Ich gehe davon aus, wir werden ein bisschen Gras brauchen, bis wir das Glück für ein Sapling haben. Ja, und vor allem, bis wir mal einen Rühl-Sapling, dann kriegen wir, indem wir den Wurmwurz-Sapling einfach in den Mana-Pool schmeißen mit dem Catalyst drunter. Genau. Also das können wir auch, ja, mit Rühlwurz machen. Ja. Kannst du mal wachsen lassen. Ja, kann ich gleich machen. Ich will nur mal eben mit Dirt dann auffüllen. Genau, also wir müssen uns selber nochmal so ein bisschen, ich sag mal, einfinden mit Erklären und sowas. Aber das ist halt doch ein bisschen schwer, wenn jeder komplett getrennte Gebiete macht. Aber vor allen Dingen sich nicht gegenseitig reinzureden. Genau. Aber ich würde einfach mal sagen, das kriegen wir schon hin mit der Zeit. Wird schon irgendwie schief gehen. So. Ist das eigentlich normal, dass man sieht, wie der Radius der Blumen ist? Du hast einen Monokel an, deshalb. Ah, das erklärt einiges. Gut. So, jetzt sitze ich nicht mehr ganz so schäbig. Ich habe drei Gras abgebaut, ich habe nichts bekommen. Das ist normal. Also die Hemp-Dinger, die sind sehr selten. Okay. Dann werde ich eine Menge farmen müssen. Haben wir noch mehr Saplings, ansonsten werde ich auch noch Saplings farmen müssen. Okay. Würdet ihr dann aber tatsächlich zu Not sagen, dass wir es auch offscreen machen? Ja, ich probiere es jetzt hier immer ein paar Genau. Mal. Ich wollte jetzt den Clay-Ding erstmal machen. Genau. Dafür brauche ich Mana-Dust. Wir brauchen echt mal so eine Botania-Kiste, wo wir halt die sinnvollen Sachen von Botania reinschmeißen. So. Was brauche ich noch dafür? Ein Stein, Kohleblock und den einen Mushroom, den wir haben. Vielleicht sollten wir den auch eher vermehren, aber ist jetzt zu spät. Und ich brauche noch Seeds. Wir müssen auch mal gucken, dass wir ein vernünftiges Lager machen. Ich würde dann sogar tendenziell sagen, dass wir vielleicht unten das ein bisschen ausbauen. Dass wir irgendwie anbauen oder sowas, weil ich würde hier tatsächlich gerne bleiben, solange es geht, weil ist nicht schlecht, sagen wir es mal so. Ich find's eigentlich ganz nett hier. Ich find's auch vollkommen okay. Ich nehme mir auch mal ein bisschen Dirt, weil irgendwas werden wir mit dem Potzoll machen müssen. Das ist irgendwas mit Gras. Okay. Was brauche ich? Ja, obtain a pasture seed. Ist eine Quest. Hä? Mann. Warum? Den kriegen wir, indem wir Gras noch. Ah, okay. Ich bin doof. Ich bin auch blöd. Muss lesen. Ja. Du musst das Gras noch in den normalen Mana Pool schmeißen, dann kriegst du ein Pasture Seed raus. Das ist ganz schön laut gerade. Egal. Kann auch einfach sein, dass ich gerade ein bisschen sehr empfindlich bin. Was denn? Ja, wie gesagt, du bist ein bisschen laut nebenbei. Aber es kann tatsächlich einfach sein, dass ich nur empfindlich bin. Wie gesagt, ich sag mal im Zweifelsfall, du bist nicht zu laut gegenüber dem Spiel und den Rest kann ich dann halt abmischen einfach im Nachhinein. Mache ich mich jetzt einfach leiser. Ist auch das gleiche mit Ingame-Sound. Also ich habe teilweise das Gefühl, dass Ingame-Sound beziehungsweise speziell auch die Musik im Hintergrund bei den Streams oder sowas mir einfach die Ohren rausreißen und im Stream hört man die so gut wie gar nicht. Guck mal, was wir hier haben. Gras? Ja. Kannst prinzipiell hier anschließen. Also die Dinger, die wachsen auch alle auf Gras. Und eigentlich brauchen wir nur eine größere Grasfläche. So. Wie hast du das jetzt bekommen? Den Pasture Seed einmal auf dem Boden. Sprich, Dead Brush in einem Alchemieboden, um Gras rauszukriegen, in einen normalen Mana Pool reintun, dann kriegst du ein Pasture Seed raus und dann kannst du ihn einfach
Rechtsklick drauf. Cool. Ach nee, das war grau und hellgrau. Ich habe auch noch einen Tipp bekommen von Boney? Ja. Papa Bär. Und ja, er heißt wirklich so. wir können nämlich tatsächlich auch die Petals deutlich effizienter machen. Und ein bisschen Bone Meal habe ich tatsächlich noch. Aber ich würde vielleicht noch warten, bis das sich noch ein bisschen ausgebreitet hat. Ja, ich habe schon ein Seed, zwei normale Seeds und ein Industrial Hemp Seed. Ah, okay. Denn wir können nämlich die Petals einfach auf den Boden legen und dann mit Bone Meal zu den großen machen. Und ich glaube, man muss die mit Scheren abbauen. Du musst die gar nicht abbauen. Normalerweise kannst du... Nee, ernten kannst du die, glaube ich, so nicht. Nee. Okay. Musst du mit einer Schere abbauen und da kriegt man nämlich 4 Petals dann raus. Und damit können wir dann sogar gezielt vermehren. Was halt ein bisschen Arbeit ersparen würde. Ja, wir brauchen jetzt statt eine Schere, werde ich einfach mal eine Kammer, ist das, ne? Ja, so eine Kammer machen. Stimmt, ja. Und noch eine andere Sache. Ich habe meine Spitzhacke, wie man eben gesehen hat, noch ein bisschen geupgradet. Ich habe ein bisschen mehr Redstone draufgepackt. Einfach damit man schneller minen kann. Ja, ganz schlimm sowas. Wie kann ich nur versuchen, effizienter zu werden? Das geht doch nicht. Nicht bei dem Content, den ich liefere. Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. So, dann ein von denen. Mal gucken, ob ich es aus dem Kopf hinkriege. Guter Witz. Scheinbar nicht. Okay. Ich habe jetzt mal nur eine Kammer gemacht, weil es unnötig. Brauch ich noch mehr Werkzeuge im Inventar? Nee. Ich bin froh, wenn ich nicht noch mehr Werkzeuge brauche. So. Dann haben wir jetzt nämlich auch die Möglichkeit, ein paar Runen herzustellen. Ich habe schon wieder das Ding aufgesammelt hier. Das ist so schnell, dass man das aufsammelt. Ja, da müssen wir uns noch was Besseres überlegen. Ja, generell. Könnte man mit der nicht hier einfach Shift-Rechtsklick machen und der baut so nicht die ganze Pflanze ab? Ja, Enderman, ich weiß, du magst mich. Was fehlt da noch? 5? 2, 4, 5. Ach so. Muss ein Stein sein, kein gebrannten Stein. Haben wir irgendwo noch ganz normalen Stein? Wie konnten wir den nochmal herstellen? Mit den Flowers, meine ich. Ich habe 3 Strings. Ja, tatsächlich. Ach, hast du 3? Ja. Cool. Aus 3 Hems Strings kannst du 1 String machen. Okay, dann kannst du jetzt ja prinzipiell noch ein bisschen mehr machen, dass wir noch einen zweiten Bogen hinkriegen vielleicht. Und wenn du noch was Bone Meal hast? Tatsächlich nicht. Ja gut, dann würde ich einfach warten, auch wenn es lange dauert. Ja, zur Not sonst, wir haben ja offscreen auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Das ist halt auch so die Sache, dass wir halt versuchen, möglichst viel tatsächlich offscreen zu machen. Von der Vorbereitungsarbeit, dass wir halt nicht zu viel jetzt hier rumgammeln, so wie ich gerade den ganzen Stream über schon. wir versuchen es. Klappen ist die andere Sache. Vor allen Dingen verschiedene Pasture-Seeds. Da muss ich mich mal einlesen, was denn die alle machen. Welche Pasture-Seeds? Ja, die machen alle verschiedenen Boden. Gehe ich mal von aus. Okay. So, jetzt haben wir einen Stein und dann haben wir zumindest schon mal die das Blümchen. Dann könntest du vielleicht mal gucken, ob du die Tool-Forge schon hinkriegst, wenn du gerade durch bist. Du bist ja eigentlich mit dem durch, oder nicht? Genau, ich wollte mal gucken, ob ich Paper machen kann, aber... Ja, glaube ich nicht. Machen wir die Tool-Forge. Ich weiß nämlich nicht, ob wir dafür schon Clay brauchen. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass man obendrauf die Seared Stone Bricks braucht. Ja, braucht man. Na ja, gut. Dann müssen wir kurz warten. Auf jeden Fall, Botania. Wir generieren hier Mana mit dieser hübschen Anlage.
wird im Mana-Pool reingeschmissen. Über Mana-Spreader können wir es sozusagen entweder halt reinpumpen oder wieder rausholen. Und im Runic-Alter können wir Runen herstellen, wie der Name schon sagt. Und wenn wir jetzt noch ein Living Stone haben, was wir natürlich nicht haben. Nicht. Das ist doof. Das heißt, ich darf den Cobble wieder hinstellen. Oder auch nicht. Wie macht man Living Stone hier? Wird das nicht normalerweise aus Clean Stone gemacht? Ja. Profi von Botania am Werk. No comment. Ja. Ich brauche jetzt halt noch einen davon, dann haben wir das fertig, dann haben wir nämlich die Clayconia. Du kannst versuchen, Sand zu bekommen schon mal. Ja. Ruhig ein bisschen mehr. Was wir die machen? Irgendwas mit den Blumen. Und Mana Pool. Souls? Okay, Cobblestone in den Mana Pool machen. Ah, okay. Ja gut, dann musst du, glaube ich, Cobblestone entweder aus dem Ofen schnell rausholen oder nochmal neu machen. Ja, ich würde es einfach... Ich nehme tatsächlich was wir aus dem Ofen eine raus. Menge brauchen. Genau. Also das reinschmeißen, da kriegen wir Sand raus. Und Sand im Squeezer war das eigentlich? Oder auch nicht? Wofür denn? Gravel. Wir können nämlich Gravel darüber auch irgendwie bekommen. Ja, Cobblestone in dem Squeezer würde gehen. Ach, Cobblestone. Ja, willst du das mal kurz machen? Aber sicher. Weil dann können wir dann nämlich, Hast ja wahrscheinlich selber gerade nichts zu tun, aber ich mach dir das ganz tatsächlich habe ich wirklich was zu tun. Ich bin jetzt gerade bei die Clay-Pflanze schon zu machen. Baust du dann gleich das Cobblestone da hinten ab? Yep. Zack, und wir haben die Clay-Pflanze. Die verwandelt jetzt nämlich Sand in, Clay, tatsächlich. Und braucht dafür ein bisschen Mana. Das heißt, wir sollten die hier drüben irgendwo mit aufstellen. Ich roll mal kurz ein bisschen unseren Berg hier weg. Ja, ich hab den Squeezer. Ja, und da müsstest du dann gleich Koppel reinschmeißen. Ist das schon fertig? Ja. Aber ist das immer Koppel, was man nehmen, Cleanstone, was man nehmen muss für Livingstone? Bin mir nämlich gerade unsicher. So. Ich mein schon. Einmal hier rein packen, dann ein paar Mal hüpfen und wir kriegen Gravel raus. Das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Schön, dass du mir mein Kobbel, was ich mir gerade gemacht habe, abgebaut hast und dann geklaut Ich wollte eigentlich nur zwei Stück. Den Rest darfst du gerne wieder haben. Ich wollte halt nur zeigen, so macht man Gravel und Sand, damit wir das nämlich offscreen schon mal vorbereiten können. Denn wir sind jetzt nämlich bei 18 Minuten. Ich würde aber sagen, ich mache noch 2 Minuten, denn bis dahin habe ich vielleicht die Clay-Pflanze fertig. Ja. Ich glaube, das ist auch eine... Könnten wir jetzt auch machen. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Entschädigung, wenn wir... tatsächlich jetzt einfach ein bisschen längere Folgen machen. Wäre natürlich auch eine Alternative. Muss sie auf Dirt stehen? Wir brauchen unbedingt Kistensortierung. Ich würde nachher sagen, wir machen erstmal schön viele Bonsai-Pots. Sobald wir die machen können, bitte. Ja, sobald du Clay hast. Ja. Oh. Kosten ja nur 5 Bricks. Ist doch ein bisschen größeren Radius, als ich dachte. Ja, das ist tatsächlich ein größerer Radius, als ich dachte. Ja, gut. Ja, doch, wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn wir das relativ groß hochziehen. So, ja, wir werden es brauchen. Genau. Vor allem kann das dann halt immer offscreen laufen, beziehungsweise wenn wir halt was vorbereiten oder sowas, einfach nebenbei. So, hab schon wieder 2 Kohle eingesammelt. So. Das ist jetzt... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Guck mal her. Ja, das geht schnell. Die macht das instant, das heißt, wir brauchen hier gar nicht so viel Platz. Dann kann ich mir das sparen. Gut, das heißt, wir können Clay machen, wir können Sand machen, wir können Gravel machen. Ja, wir können Bonsai-Pots jetzt machen. Genau, wir können Bonsai-Pots machen. Clay brennen gehen. Ja, das würde ich dann nächstes Mal machen.
Aber was viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, wir können die Smeltery machen. Wir können jetzt die Smeltery machen, wir können den Bogen machen. Genau. Mit der Smeltery können wir dir dann Shuriken machen und dann leveln wir die und gehen den Enderdrachen mal im Besuch abstatten. Ganz genau. Dann würde ich sagen, wir werden bis zum nächsten Mal einfach mal ordentlich Cobblestone und Co. alles vorbereiten. Werden ordentlich Sand machen. Ordentlich Clay. Genau, Clay und so weiter, dass wir zumindest schon mal, ich sag mal, eine Basic Smeltery aufbauen können. Weil sobald wir die Smeltery haben, können wir Cobble einfach reinschmeißen, damit wir das Seared Stone kriegen. Yep. Und wir bereiten auch schon mal ein bisschen Clay noch zusätzlich vor, dass wir Bonsai Pots bauen können, wofür auch immer. Ach, Bonsai Hopping Pots, dann könnten wir sowas wie Industrial Hemp, Seeds oder Co. da reinpacken. Wobei, ich weiß gar nicht, gehen die da rein? Sugarcane geht auf jeden Fall rein. Die normale Seeds nicht. Gehen rein. Ja, aber die Bäume. Ja gut, dann können wir ein paar vorbereiten, dann müssen wir nicht so viel. Aber ja, aber wir können sowas wie Chorusfrüchte auch reintun. Achso, ja gut, das ist super. Ich würde aber trotzdem sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da. Etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.